Hey Leute, Episode 224. Ich bin wieder da und Frost Atronach rufen. Feuersturm, soll ich mal Feuersturm probieren? Ich weiß nicht, ob ich von hier aus was treffe. Ich könnte ja auch ein bisschen näher rangehen, dass ich noch in Deckung bin und dann hier Feuersturm los. Oh, ehrlich, das wird unterbrochen. Von wem? Diese Wichse. Jetzt nochmal. Komm schon, das wird. Wow. Oh, die sind einfach überall. Oh, ich kotze mich gleich an. Also nicht mich, sondern mein Monitor. Monitor. Kotz, ey. Kotz. Über mega kotz. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren auf einen oder so. Einfach mal jetzt durchrennen. Und schau, dass ich einen bumse. Und zwar so schnell wie es geht. Was mit einem Magier eh gar kein großes Problem sein sollte. Jetzt da vorne. Ah, dann erwische ich von hier nicht. Los, Frosty, renn! Renn! Schnapp ihn! Beiß! Fass! Oh, hast mich nicht erwischt. Ah, da unten ist auch einer. Ich hoffe mal, der andere greift mich jetzt. Oh, der greift mich immer noch an. Oh, shit. Hätte er mich jetzt getroffen, gell? So, wo ist der andere? Fuck! Fuck! Fuck you! Oh! Kaum drehe ich mich um zwischen die Augen, ey. Oh! Kotzreiz, 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 Kotzreiz. Autsch, Autsch. Fuhrst du da in deine Mutter, ey? In deine Mutter. Ah, fuck, schon wieder. Ehrlich jetzt? Das kann doch nicht sein. Oh, ich kann das auch, ihr Bitches! So, was wollt ihr jetzt machen? Und den erwische ich noch. Oh, diese Wichser! Oh! Dann nicht in mein Torso! Oh Gott, ich raste gleich aus. Oh, drei Stück, ehrlich jetzt? Ich kack mich an. Ich kack mich fucking an. Schätze ich mal. Oh, ich wurde getroffen. Ich wurde wahrscheinlich nur gestreift. Gestrickt. Ich wurde gestrickt. Meine Mutter wurde auch gestrickt. Wo sind sie? Wo ist der andere? Da vorne, ich habe ihn gesehen. Da ist noch einer. Willst du mich verarschen? Willst du mich fucking verarschen? Hi! Geh mal weg! Danke sehr! Wer hat am wenigsten HP? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich muss speichern. Skuldaffen! Denn wir sind in Skuldaffen! Skuldaffen! Da leben die Affen! Und die Todesfürste, die keine Hobbys haben, außer Pfeile auf mich zu werfen. Auf. Ja, die nehmen die Pfeile in die Hand und werfen. Das ist so. Sportart bei denen. Wer killt den Dovahkiin? Theoretisch müsste doch da unten einer stehen, aber der ist da nicht. Hey, jetzt halt die Fresse. Ich weiß auch, was Fusho da heißt. Brauchst mir nicht sagen hier. Danke sehr fürs Sterben. Da unten ist noch einer. Flieg weg! Zusammen mit deinem fucking Pfeil, der jetzt in deinem Arsch steckt bestimmt, ey. Komm. Kriegen wir noch down. Ich dachte, da vorne wäre auch jemand gewesen. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon, Mana. Mana, lass mich nicht einen Stich. Yeah. Hat auch noch gut Damage gemacht. Und dann ist es so ein komischer Nordbogen, der eigentlich gar kein Damage machen sollte, aber mir ultra in die Nieren ballert. Geht's da eigentlich noch irgendwo lang? Scheint nicht so. Und da vorne... Ich sehe doch da einen Gegner. Du willst mich doch verkackeiern. Da steht doch irgendwo einer. Egal, Riesentor, Riesentor. Wohin geht's da? Skuldaffen Tempel. Oh Gott, da sind bestimmt Millionen Menschen. Oder Drauge. Was Menschen mal waren. Das sind ja theoretisch Nord, oder? Ich glaube, das sind Nord. In der Theorie schon.
So, Mr. Frost, geh mal los oder was ist los? Hier mal starkes Gift brauchen wir nicht. Was ist das so in der Urne? Ne, hätte besser laufen können. Sieht hier aber richtig cool aus. Hier haben sich die Leute mal mehr Mühe gegeben, hä? Sieht man direkt, finde ich. Okay, gleich ist er tot. Ich sehe schon, wie die Punkte sich auf der Karte bewegen. Da kommt direkt schon mehr wieder. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist behindert. Behinderung pur. Pure Behinderung. Wow, aber solange es nur so 2 oder 3 sind, ist noch okay. Aber so 4, dann wird's bitter. Ah. Okay, da ist keiner mehr. Und der ist auch... Oh, für 3 reicht genau das Mana. Mein Mana. Nicht das Mana, mein Mana. Vielleicht haben andere mehr Mana, aber ich nicht. Magicka. Tut mir leid. Und ich wollte vielleicht schon aufhören, sogar Magicka hier zu verteilen. Was eigentlich auch Sinn ergeben würde, wenn ich noch ein Rüstungsteil von mir verzaubern würde durch... Ihr versteht mich schon. Hier diese minus 25% auf Magicka-Kosten. Das wäre natürlich was, was ich machen könnte. In der Theorie. Praktisch auch. Aber ich weiß nicht, ob ich das soll. Und da vorne scheint ein Rätsel zu sein. Oh Gott, ich kotze gleich wieder. Oh, wie er hinrennt, wie er hinsprintet. Da will er sein Blut. Oh, ehrlich jetzt. Ja gut, diesen One-Hit, diesen mir egal. Wo ist noch einer? Ach Gott, der ist ja... Wow, billig. Oh nein, der nicht so. Wobei, der geht noch. Ruhelose sind auch noch okay. Aber diese Fürsten, die sind so unnötig. Die gehören einfach... Oh, oh, und die Wichten auch. Die Wichte. Die Wichte. Ohne die Gewichte. Ich glaube, ich hätte das nicht machen sollen. Ich habe den Hebel betätigt, aber es passiert gar nichts. Mhm, ich schätze mal, das soll mir was sagen. Aber was sagt es mir? Und wohin soll es zeigen? Ich schätze mal, das ist richtig. Und dafür das Mittlere steht nichts da. Das ist gerade mein Problem. Ich habe ihn betätigt. Es passiert gar nichts. Drehe ich nochmal. Betätigt. Habe ich was gehört? Aha. Da vorne steht noch was. Aber das ergibt gar keinen Sinn. Dann habe ich zu viele Teile. Oder habe ich was übersehen? Geht's irgendwo hoch? Gibt es hier eine Treppe oder sowas? Nein. Ich habe da eins. Da eins. Und da oben 2. Das ist nämlich mein Problem. Ey, das ist mir jetzt zu dunkel. Danke sehr. Okay, okay. Da ist auch überall nichts. Denn das ist die Tür, die ich öffnen soll. Jetzt ist die Frage, soll ich einfach mal die benutzen? Mach ich mal da eine Schlange hin? Jetzt auch die Frage, in welche Richtung die Schlange zeigen muss. Ich denke mal in die, damit ich sie von hier aus sehe. Dann wäre das hier aber das da. Dann betätige ich mal das hier. Es passiert gar nichts. Drehe ich mal, weil das mittlere weiß ich nicht. Steht ja nirgends. Anscheinend. Nochmal in die andere Richtung. Okay. Nochmal mit dem. Komm schon. Und nochmal in die andere Richtung, weil ich habe keine Ahnung. Darauf ist kein Hinweis gegeben. Ha, das ergibt jetzt gar keinen Sinn, oder? Nochmal. Okay, dann haben wir einen Fehler gemacht. Kann ich das drehen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Das ist alles so eine Sache. Ich meine, was will mir das sagen? Ja. Von hier aus sehe ich die Schlangen. Was vielleicht so sein soll? Mir fehlt noch so ein Drehteil, theoretisch.
Oder nicht? Ich meine, da ist so ein komischer Phönix, da noch eine Schlange. Für mich sieht es gerade ziemlich logisch aus, was ich hier gemacht habe eigentlich. Von hier aus sieht man das so. Von hier aus so. Nur das mittlere weiß ich nicht, was ich treiben soll. Wie machen wir das? Vielleicht... Ach so, ich dachte... Ich denke, das ist auf das mittlere bezogen. Kann das sein? Oder auch nicht. Dann ist es vielleicht anders. Nämlich Schlange. Dass die Schlange auf der Seite sein soll und das auf der. Nein? Sicher? Okay, er ist sich sicher. Gut. Dann gibt es, glaube ich, noch eine Möglichkeit. Dass vielleicht das da darauf bezogen ist. Dann drehen wir mal das so rum. Und das hier so rum. Das könnte auch klappen. Andere Richtung? Oder auch nicht. Wow, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich langsam ehrlich verwirrt. Der hatte Gold dabei. Kann man noch abziehen. Ja. Gute Sache. Ey, Alter. Vielleicht ist es auch andersrum gemeint. Das, oh, scheiße, einmal zu viel. Ach, komm schon, das muss doch irgendwie klappen. Langsam habe ich doch alle Kombinationen durch, oder nicht? Verarschen. Verarschen. Ja, das wollen die. Die wollen mich verarschen. Theoretisch kann ich auch alles einmal drehen und mal schauen, ne? Ha. Hätte es jetzt geklappt, hätte ich gelacht. Weil das wäre ziemlich lustig gewesen. Weil das nicht geplant gewesen wäre. Scheiße, ey. Verarsche immer noch. Also, ich könnte natürlich nach der Aufnahme probieren, so alleine mäßig. Das ist dann aber dann wirklich langsam nur noch probieren. Ich hab's versucht. Hinten dran ist auch nichts. Ich sehe gar keinen Hinweis mehr. Und ich verstehe die Hinweise so in der Art jetzt gerade weniger. Weil ich nicht weiß, ob das da jetzt darauf bezogen ist und wie. Ich meine, theoretisch wäre es doch logisch, wenn das dann dahin zeigt. Genauso wie hier, wenn die Schlange dahin zeigt. So. Und das da dann zusammen mit denen Sinn ergibt, so mäßig hinzeigt. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Das ergibt aber für mich Sinn. Vielleicht soll es mich einfach nur verwirren und das ist richtig. Nein? Wow, ehrlich jetzt? Eins funktioniert, das andere aber nicht. Und was sagt mir das? Dass vielleicht eine Seite noch falsch ist? Kann das sein? Warum geht die andere Seite nicht auf? Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Es müssen doch beide Seiten aufgehen. Oder kommt es vielleicht auf selbe hinaus? Ist es vielleicht derselbe Gang? Ach so. Eine Seite ist eine Sackgasse, die andere führt weiter und ich habe die Sackgasse erwischt. Du willst mich doch verdammt nochmal verarschen. Das ist schon gar nicht mehr lustig. Warum habe ich nicht das andere bekommen? Das wäre der Jackpot gewesen. Scheiße, ey. Scheiße. Puh, okay, dann beende ich die Episode. Ich probiere in der nächsten weiter. Beziehungsweise, was ich laber, ich probiere ohne Aufnahme weiter und sag dann, fang dann so mäßig an, wenn fertig ist. Wir sehen uns. Wenn nie wieder eine neue Episode kommt, dann wisst ihr, ich hab's nicht geschafft. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ciao.